Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Age of Empires 4. Ich hoffe, ihr habt alle schon abonniert. Wenn nett, ist es jetzt die Möglichkeit. Vielen Dank dafür. Likes sind auch gern gesehen. Ach, ich freue mich einfach, wenn jemand zuschaut und es ihm auch gefällt. Wir sind in Orléans, mittlerweile 1429 im alten Frankreich. Und die Mission heißt die Belagerung von Orléans. Das Schicksal einer Nation und der Aufstieg eines Königs lasteten auf den Schultern einer furchtlosen jungen Frau, Johanna von Orléans. Und wir starten die Mission. Die Franzosen errangen einen überwältigenden Sieg in der Schlacht von Pont-Vallin. Zum ersten Mal während des Krieges waren die Engländer eindeutig geschlagen worden. Doch der Triumph währte nur kurz. In den nächsten 60 Jahren gewannen die Engländer nach und nach französische Gebiete durch Bündnisse und Siege in großen Schlachten, wie etwa bei Azincourt. Es schien, als könnte die Engländer nichts aufhalten. Wer hätte damals ahnen können, dass ein junges Bauernmädchen den Lauf der Geschichte ändern würde? ...1429 befand sich Frankreich in großer Bedrängnis. Nirgends war das deutlicher sichtbar als in der belagerten Stadt Orléans. Die Stadt war vollständig von Befestigungen der Engländer umringt. Doch nur ein paar Tagesritte entfernt, in Chinon, gab es potenzielle Hilfe. Der Kronprinz Frankreichs, der Dauphin Karl, hatte sich in seiner Festung verschanzt, doch man forderte von ihm, Orléans zu retten. Während Karl noch zögerte, erschien ein junges Bauernmädchen an seinem Hof. Ihr Name war Johanna von Orléans. Sie behauptete, Heilige wären ihr erschienen und hätten ihr eine göttliche Aufgabe übertragen, Karl zum Thron zu verhelfen und die Engländer für immer aus Frankreich zu vertreiben. Karl war skeptisch, doch ihre Rechtschaffenheit überzeugte ihn bald. Und er erteilte der 17-Jährigen einen fast unmöglichen Auftrag: die Befreiung von Orléans. Für Johanna war das der erste Schritt auf dem Weg zu ihrem gottgegebenen Schicksal. Im April 1429 ritt sie an der Spitze ihrer Armee aus den Toren Chinons, um die verhassten Feinde Frankreichs herauszufordern. Sehr aufregend mit der 17-jährigen Johanna. Wollen wir jetzt Orléans befreien? Ich hoffe natürlich, dass wir die als Helden dabei haben. In der letzten Mission habe ich, glaube ich, gar keinen Held gehabt. Also keinen Anführer, der irgend so einen krassen Buff für meine Armee gehabt hat. Ich lese mal den Text vor. Johanna von Orléans führte die französische Armee zur belagerten Stadt Orléans, wo sie die Stadtmauern umstellt und die Bevölkerung verzweifelt vorfand. Unerschütterlich trieb sie die Franzosen zum Gegenangriff und beseitigte so jeglichen Zweifel an ihrer göttlichen Berufung. Das hört sich sehr spannend an und es geht auch direkt los. Verzweiflung machte sich in dem von englischen Festungen umgebenen Orléans breit, als die Engländer gegen seine letzte Verteidigungslinie vorrückten. In Frankreichs dunkelster Stunde erschien die 17-jährige Johanna von Orléans mit der Armee des Königs, um eine Stadt zu befreien und den Untergang einer Nation zu verhindern. Oh ja, was kann sie? Sie kann die Einheiten heilen. Das ist natürlich stark. Mal gucken, kurze Bestandaufnahme. Ich sehe Holz. Wir holen uns Holz. Habe ich einen Marktplatz? Ja, ich habe einen Marktplatz. Sehr gut. Gleich mal ein paar Einheiten pumpen. Hier sind ein paar. Oh, Belagerungswaffen. Ja, gerne.
Ich überlege, ob ich direkt hier mal angreifen soll. Ja, hier die Bogenschützen, die kann man ruhig mal angreifen. Das ist nur aufpassen, dass keiner drauf geht. Die Engländer hatten die bedeutende Befestigungsanlage Les Tourelles am Südufer der Loire erobert. Das Überleben von Orléans hing von seiner Versorgung ab. Die Rückeroberung von Les Tourelles war unverzichtbar, um die Stadt zu retten. Ich glaube, einer ist draufgegangen, aber das ist nicht ganz so schlimm. Ich habe hier zwei neue. So, hier unten die Stadt muss ich zurückerobern. Okay. Einen kleinen Trupp habe ich schon mal platt gemacht. Ah, ich kann Ritter bauen. Sehr gut. Aber eine Herde Bogenschützen ist natürlich auch immer viel wert auf den Mauern. Oder sogar Armbrustschützen. Und Bauern. Bauern sind immer gut. Oh, ich habe sogar Gold und Steine. Herrlich. Guck mal schnell nach dem Kloster. Habe ich irgendwo ein Kloster? Ja, da ist ein Kloster. Oh, da muss ich hin. Schnell. Angriff. Ach, das können die Bogenschützen machen. Holt euch mal hier die. Reste pour la besogne, Manance. Giovanni Basti, en besogne. Je veux vous obéir, certes. Donnez honneur est mon arway, mais y a way. Nach Monaten der englischen Belagerung hatte Orléans überlebensnotwendige Vorräte angefordert, doch die englischen Patrouillen drohten, ihre Ankunft in der Stadt zu verhindern. Damit Orléans Vorräte erhalten konnte, würden die Franzosen die Straße von den englischen Plünderern befreien müssen. Die Franzosen bezwangen die englischen Plünderer und gewährten der Versorgungskolonne sichere Durchfahrt in die Stadt. Bei jeder Warenlieferung nach Orléans besetzten englische Plünderer die Straße, um reiche Beute zu machen. Sans
Soyez prêts, je fais vos commandements. Compagnon, marchez derrière. Annonce sans plus attendre. Reste pour la besoin, Manance. Oh non, est tombé. Oyez, let's. Esprit. Oyez, seconde votre commandement. Soyez ma pertinence, votre courage. Compagnon, je veux vous obéir. Pex, veille chiles quand si fait te sera. Reste pour la besoin, Manance. Oil, est-ce qu'il y a des mouettes? Attendez les commandements, Manance! Die Versorgungskolonne traf in der Stadt ein und lieferte der französischen Armee das dringend benötigte Gold. Inkontinent. Esprit Engines, Manance, preist à ouvrir. Soyez compagnon, marchette derrière. Perfect, à la sonne. Oh yes, les compagnons. Si, non. À mon cri, avant. Il ne requête pas un ouest. Oh, das ist schlecht. Die sind oben auf meiner Mauer drauf. Soyez prêt. Commandement pour les chevaucheurs. Access mes votes. Je suis partant. Das ist schlecht, die erschießen meine Reiter einfach. Commandement, allons, ce sens plus attendre. Oui, et mon destin, ride. Oh, jetzt les ordonnances. L'ors bâtit, je sais tout. Oui, à part mes. En haut de l'estime, à pointer le gate, sur quoi me faut-il faire? Bonne besoin, je fais. Pex, compagnon, marchette derrière. Lancière, lancière, lancez ce qu'on pense. Si sera fait. Manueras, belle œuvre. Courez où? Et vous, avant. Nestre! Pex, vos destins. Lancière, en ordre! Courez où, à l'océan, et presque! Courage, lancière, en ordre! Avance, en ordre! Avance, en ordre! Dictez-moi vos commandements! Délégez-moi du besoin! Als sich eine weitere Versorgungskolonne der Stadt näherte, besetzten englische Plünderer die Straße. Die Franzosen mussten den feindlichen Trupp bezwingen, um die Vorräte zu erhalten. Pour vous, ceci le ferait un toast. Courage, ayez sa tour de... Orbelestre, chest s'y veille. Attends, on va servir. Lors bâti, je sais ce que... Soyez prêts. Les chiles à tous. Okay, ich brauche Geld und Einheiten. Ein paar normale Bogenschützen. Die sollen auch mal auf die Mauer.
ça, laissez-moi y exploiter. Lors Batid, je sais tu. Commandeur Ramon Cree, avant. Ein weiterer Handelskonvoi traf mit zusätzlichem Gold in Orléans ein, um die Armee zu verstärken. Diese Heilung ist echt gut von dir. Giovanni Basti. Archer, les comme demeurez, point flat, Tukoy. Oh yes, les ordonnances. Access met for votre yet, vos amway. Where, Chirid? Commandement, j'ai besoin. Honorest, Chirid, au vos volets. Bon, soyez prest. Présence, bien ordonné. Compagnon, Marcel, derrière. Das ist ein starker Trupp Reiter, ist doch gut. Schnell hier beweglich zu sein. Ah, wo wollt ihr denn hin? Ihr werdet sterben. Oh! Ich werde gleich einen Teil auf die Bogenschützen schicken. Ach, das sieht doch bisher ziemlich gut aus. Oh! Jetzt kriegen wir aber auf den Sack hier. Hier kommen gleich neue nach. Jaskins, envoyez comme vos best. M besoin. Oye, marchez arrière, moi et prestos. Ein weiterer Handelskonvoi traf mit zusätzlichem Gold in Orléans ein, um die Armee zu verstärken. Oh shit. Page,
Kommandem Jeffes, vos Kommandement. Brest pour une sanglante. Et vous Pex, compagnon, marchez derrière. Oh je. Attendez, les commandes. Hors votre cabine. Advert l'ors de Voxdorf à l'air. Les engins de siège à 6. Razel, stretch tous! Seconde! Je fais, je suis votre service! Tous sommes prêts! Avant, compagnie! Espringueil, assise! Reste pour la besoin, manance! Vicence d'un! Obéis! C'est comme vos volgres! On me fait en train! Besoin de nous attendre, manance! Manance, ouvrons-en! Tous de Yann Lauretz. Dicte von Lux, die wir mehr mussten nicht. Jouer vos... Advertence, tout le monde. J'exploite les réparements. Homme faut trappeuse. Annonce, manance. Guida, restouille. Oye, gage, je gagne de mon gage. Reste de l'ennemi. Veggie en commande. Ici, laisse commande Mans. Compagnon, aux alentes. Access, mes fans. Au belest, pareil. Access. Wonder, je commande. Avant. Manuel a souri. Belle 1. Merci. Oh yes, laisse commande. Ach, hier sind noch so viele Piano. Manons, heißt der Ouvray. Je veux mon arroi, men ya voit quoi. Soyez perfect, à la sonne. L'heure est de... Si fait que ce sera. Amandri, avant. Présence, bien ordonné. Okay, ich brauche auch... Wie soll ich denn da rüberkommen? Ach, hier... Üben wahrscheinlich. Je fais vos commandements. Oh, jetzt les commandements. Umzingelt sie. Ja, los. Herrlich. Ja, wenn es so ein bisschen geleitet oder einer stirbt fast, der soll nicht sterben. Allons, oh, hier ist ein Lager. Ein weiterer Handelskonvoi traf mit zusätzlichem Gold in Orléans ein, um die Armee zu verstärken. Hey, komm, andauernd Handelskonvois. Ach, das war der letzte. Commandement, compagnon, marchez derrière. Attendez, retrait jetzt vos amouets. Avant, compagnon. Oh, da haben sie aber viele Belagerungswaffen diesmal. Soyez prest, comme avertissez vos. Oh, jetzt. Oh, mon homme, de prince. Blanc, petit, je sais. Access one, je commande. Libérez, tout est. Chevalier, presse!
Macht alles nieder. Les courriers sont en selle. Reste au sol.